Hallihallo, meine Lieben. Heute möchte ich euch gerne meine Weihnachtsgeschenke zeigen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache dieses Video, weil erstens schaue ich selber diese Videos immer sehr, sehr gerne an und habe auch schon dieses Jahr einige jetzt angeschaut und gedacht, ja, also manche bekommen echt tolle Sachen. Und dann habe ich mir gedacht, das könnte euch durchaus auch interessieren, was ich vielleicht bekommen habe. Und deswegen, ja, mache ich das jetzt. Und es soll nicht irgendwie mit irgendwelchen Hintergedanken sein oder dass ich angeben möchte, was ich hier alles bekommen habe oder so, weil, wie gesagt, man kann sich ja manchmal seine Geschenke auch nicht aussuchen, man bekommt es einfach und natürlich freue ich mich über alles, was ich geschenkt bekomme und deswegen habe ich mir gedacht, ja, ich möchte auch ein bisschen daran teilhaben lassen und vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen eine kleine Inspiration, sich das eine oder andere Teil auch mal selber zu wünschen oder vielleicht auch mal selber zu verschenken. Ja, da möchte ich jetzt nicht lange weiter rumquatschen, sondern fange jetzt an. Es kommt alles ein bisschen querbeet, weil es liegt hier alles kreuz und quer auf meinem Tisch. Und ja, ihr wisst ja, wie es manchmal ist. Ich fange erstmal mit so kleineren Sachen an. Von meiner Oma habe ich zum einen noch hier so ein Fahrdeo-Duo mit dazu bekommen. Und von Duschdas noch so ein Duschgel Magnolia. Das riecht auch sehr, sehr gut. Und auch das Deo, die beiden Sachen hatte ich schon mal. Dann noch von meiner Mama noch ein Deo von Axe. Das ist eigentlich so mit mein Lieblingsdeo, mit diesem Dorf, was ich immer benutze. Aber das hier ist mir ein bisschen zu teuer, weil das kostet meistens so an die 2, 3, 4 Euro manchmal. Und deswegen hat mir meine Mama noch zu Weihnachten eins draufgelegt. Dann habe ich noch von meiner Oma so ein Engelchen bekommen. Ja, ich sammle Engelchen und deswegen ist das auch nicht schlecht, wenn man da immer mal wieder einen neuen dazu bekommt. Und dann noch von meiner Oma in so einer schwarzen Schachtel hat sie mir eine Uhr geschenkt. Die schaut so hier aus. Irgend so eine Schweizer Uhr ist das. Ich kenne die Firma nicht. Glacier oder so. Ist total ganz niedlich. Da hat sie so ein weißes Lederband und ringsrum noch so kleine Glitzersteinchen. Und in der Mitte sieht man so ein Schweizer Edelweiß. Dann habe ich noch bekommen von meiner lieben Schwiegermama, da mache ich gleich mal weiter mit den Sachen, einmal einen Einkaufsgutschein für unser großes Shoppingcenter, was wir hier in der Nähe haben. Aber ich werde es wahrscheinlich bei Douglas einlösen. Und dann hat sie mir noch einen total coolen Nagellack geschenkt von Revalde Loop, den Luxury Nails aus dieser Collection. Ich hatte mir da zum Glück selber da keine gekauft. Und jetzt habe ich hier diese tolle Farbe geschenkt bekommen, habe mich sehr gefreut. Ja, wo mache ich denn mal weiter? Von meinem Freund habe ich dieses Parfüm bekommen. Das ist das Escada, ne, Especially Escada Elixir. Das sind 30 Milliliter. Und das hatte ich mir auch gewünscht. Also ich liebe Escada. Ich fand alle drei Düfte toll. Und mein Freund hat mich dann jetzt mit diesem Elixir überrascht. Ich habe es nicht gewusst. Und es riecht so toll und es sieht auch total cool aus. Also ich glaube, es ist rosa oder ist der Flakon rosa? Ich weiß es nicht. Aber es riecht jedenfalls sehr, sehr frisch. Und ja, das finde ich auch, wie gesagt, der Flakon ist echt sehr schön und ansprechend. Hier oben hat man nochmal die Escada-Es und also es ist echt cool gestaltet. Dann ebenfalls von meinem Freund habe ich diese absolut niedliche Schneekugel bekommen. Mit Glitzer und dieser Eule. Die ist so niedlich. Also, wem die jetzt auch spontan gefällt, die ist von Danuna. Die gibt es auch noch. Die gibt es auch noch eine Nummer kleiner. Und ja, also wer da Interesse hat, der kann da mal gucken, weil ich weiß, diese Eulensachen, die sind immer sehr, sehr heiß begehrt. Und dann habe ich noch von meinem Schatz bekommen die DVD-Staffel Vampire Diaries, die vierte Staffel. Und da gab es so einen Thermobecher mit dazu, finde ich auch absolut cool. Also einen Becher wollte ich sowieso schon immer haben. Und jetzt habe ich hier einen mit Vampire Diaries Look, weil man kann hier nach seiner Lieblingsstaffel das Motiv austauschen. Und ja, die Staffel habe ich mir so sehr gewünscht. Ich liebe Vampire Diaries. Und ja, das stand ganz oben auf meiner Weihnachtswunschliste. Das ganze Geschenk von meinem Schatz habe ich nämlich auch in so einer total coolen Schachtel bekommen. Die ist auch von der Nunana, das weiß ich. Und die finde ich so cool. Da steht zwar jetzt Merry Christmas drauf, aber ich glaube, ich werde die für Nagellacke oder so benutzen, weil ich die so niedlich finde mit diesen Vögelchen und diesem ganzen Motiv von. Die ist absolut toll. Und das letzte Teil, glaube ich, was ich von meinem Freund bekommen habe, wo ich mich auch super gefreut habe, ist das Daniela Katzenberger Buch
Katze küsst Kater, mein Buch über die Liebe. Und ich habe ja schon das erste von Daniela Katzenberger gelesen. Hatte ich, glaube ich, auch meine Buchreview dazu gemacht. Und jetzt freue ich mich, dass ich das zweite lesen kann, weil eigentlich wollte ich es mir zum Geburtstag wünschen, in ein paar Monaten. Aber jetzt, ja, habe ich es nur zu Weihnachten bekommen, habe mich natürlich super gefreut und kann dann jetzt bald weiterlesen. Dann habe ich noch von meiner Oma so ein Parfumset bekommen. Das ist von Varennes Collection. Das sind so 4 kleine Düfte. Dann habe ich bekommen von Art Deco, von der Dieter von Thies Reihe, diesen Blush, Golden Vintage Blush. Zeige ich euch auch mal kurz. Den habe ich mir auch schon sehr lange gewünscht. Der schaut so aus. Wunderschön. Ist mir schon fast ein bisschen zu schade, ihn zu benutzen, weil er so schön ist. Dann habe ich noch ein paar Nagellacke bekommen. Und zwar von Nicole bei OPI. Hier so eine 4er-Packung. Da ist einmal so ein Blau. Dann hier ist so ein Rot-Orange. Ein Taubton. Und die Farbe gefällt mir am besten. Das ist ein sehr, sehr schönes Glitzer-Rosa-Rot. Und dann noch 4 OPIs. Einmal in so einem Erdbeerrot. Dann so ein Stone-Lack in einem schönen Lila. Dann diesen OPI in so einem schönen Blau mit Schimmer. Und das ist so ein Pink mit so einem Rot, ja, Rot-Pink-Einschlag. Jetzt ist es hier gleich finster. Ich glaube, ich muss mal gucken, ob ich Licht anmachen muss. So, dann habe ich von meiner Oma ein Set bekommen von Soap & Glory. Das war ja so schön eingepackt auf so einem Sternenteller. Und da war es dieses Set. Da waren zum einen diese beiden Produkte drin, also das Duschgel und die Bodybutter. Und dann noch so, warte mal, diese Handcreme von Soap & Glory. Dann noch so ein Douglas Lippenbalsam-Ding. Und dann war noch eine Probe mit oben ran gebunden von dem neuen Michael Kors Parfüm. Und das riecht sowas von lecker. Also ja, das hat mich auch gleich wieder inspiriert. Vielleicht für nächstes Weihnachten oder so, weil das riecht echt gut. Das ist Sexy Amber. Dann habe ich von meiner Tante von Chibo so ein Nagellackset bekommen. Da sind so 5 Farben drin. Einmal Silbergold, ein Rot, ein sehr, sehr schönes Lila und so ein Taupe. Und die hat sie mir geschenkt, weil sie weiß, dass ich total auf Nagellack stehe. Und deswegen hat sie mir dieses Set geschenkt. Und dann hat sie mir zu diesem Set dazu noch so eine Packung Lipsmacker von Cola. In so einer Dose. Also das ist einmal Cola, Cola Vanille, Cola Kirsch, Sprite, Fanta und Erdbeer-Fanta, glaube ich. Finde ich auch ganz cool, weil erstens Lippenbalsam, das kann man immer gebrauchen. Und wenn sie dann noch ein bisschen lecker schmecken, ist das, glaube ich, auch nicht verkehrt. Von meinem Bruder habe ich ein Parfum bekommen. Und zwar dieses hier von Tom Taylor. Das hat er auch rausgesucht. Eigentlich wollte er mir das von Daniela Katzenberger schenken, aber das gab es wohl nicht mehr. Und deswegen habe ich dann das hier bekommen. Habe ich mich auch total gefreut. Das ist das East Coast Club. Und ja, das schaut richtig cool aus und da war jetzt noch das Duschgel mit dabei. Ja, dann komme ich jetzt noch zu den Sachen, die ich von meiner Mama und von meinem Papa bekommen habe. Und zwar einmal haben sie mir eine neue Handtasche gekauft von Fiorelli. Fiorelli. Die haben wir bei TK Maxx gekauft. Da war ich mit meiner Mama zusammen. Also meine Mama hat sie dann zwar ausgesucht, aber hat mich halt gefragt, ob sie mir gefällt. Und die fand ich absolut cool, weil die kann man hier aufmachen und dann hat sie jeweils hier noch und hier noch einen Reißverschlussfach. Also die kann man richtig schön vollpacken und deswegen wollte ich die auch, habe mich dann für die entschieden. Dann ebenfalls von meinen Eltern habe ich hier noch so ein Buch bekommen. Und zwar ist es so ein bisschen auf alt gemacht. Da sind so Weihnachtsgeschichten drin und Weihnachtslieder. Auch so ein bisschen,
altmodisch halt gestaltet. Das finde ich aber gerade schön. Und wenn ich dann später im Kindergarten arbeite, glaube ich, das kann man auch über die Weihnachtszeit sehr schön im Kindergarten vorlesen. Und ja, Weihnachtslieder sind ja sowieso immer absolut praktisch. Und deswegen habe ich mir gedacht, das ist echt cool, auch für später. Und sowas finde ich immer sehr schön, solche ja, nostalgischen Vintage-Geschenke, sage ich jetzt mal. Dann, weiter von meinen Eltern, habe ich drei Sleek-Paletten bekommen. Und zwar einmal die Vintage Romance Palette, die ich absolut toll finde. Also die ist super schön. Schaut so hier aus. Super schöne Farben. Diese Palette ist einfach einzigartig. Und ich, als ich die gesehen habe, das erste Mal, da war es sofort um mich geschehen. Dann habe ich ebenfalls bekommen die Candy Palette. Die finde ich von optischen her schon sehr, sehr ansprechend in dieser weiß-bunten Verpackung. Die schaut so hier aus. Die ist halt richtig schön bunt. Hat aber auch wirklich sehr, sehr schöne Farben, aber ist halt sehr sommerlich. Aber ich fand die halt schon von der ganzen Aufmachung her so total schön. Und dann noch die Celestia-Palette. Meine Mama hat das alles bei Shining Cosmetics bestellt, also das könnt ihr euch in die Infobox verlinken. Und die schaut so aus. Das ist jetzt auch eine relativ neue. Die gibt es erst seit kurzem. Und da sind auch wieder so richtig schöne Glitzerlidschatten. Also ihr seht das super schön dunkel. Und ja, die drei Paletten habe ich mir gewünscht. Und ich weiß, meine Mama hat die recht günstig bekommen. Eigentlich kostet eine 10 Euro. Aber es gab mal eine Zeit, da hatte Shining Cosmetics gerade 20%. Und deswegen haben wir die drei Paletten für 23 Euro bekommen. Und das ist echt super für Sleek-Paletten. Da kann man sagen, die haben so an die 7 Euro und ein bisschen was gekostet. Dann habe ich noch von meinen Eltern bekommen die Fortsetzung von Shades of Grey, und zwar Gefährliche Liebe Teil 2 und Shades of Grey Befreite Lust Teil 3. Ich habe ja jetzt den ersten Teil fertig, mache ich da auch noch eine Buchreview dazu, auch wenn es hier schon 100.000 auf YouTube gibt, aber ich habe gedacht, ich gebe da auch noch meinen Senf dann dazu, aber dazu später. Und ja, die wollte ich jetzt unbedingt weiterlesen, weil es so spannend doch war und deswegen habe ich die mir auch gewünscht. Und dann habe ich jetzt mir noch zwei Dinge so ein bisschen selber gekauft. Also ich habe ja Geld zu Weihnachten bekommen. Da habe ich mir zum einen jetzt schon mal hier diese Terabyte-Festplatte gekauft, diese externe, weil ich brauchte jetzt eine. Ich wollte mal anfangen, meine Daten vom Laptop zu sichern, dass die nicht verloren gehen und so. Und dann habe ich mir selber ein neues Handy geschenkt, und zwar das Galaxy S4 von Samsung. Ja, ich habe es mir einfach selbst gekauft. Also ich habe es über einen Vertrag und deswegen ja, war es jetzt auch ein bisschen wie ein Weihnachtsgeschenk. Und da habe ich dann noch zwei schöne Handyhüllen dazu. Einmal diese hier mit so süßen kleinen Figürchen und eine in Neonpink. Und ja, das war's dann jetzt auch. Also es waren reichlich Geschenke dieses Jahr und ich bin auch super happy gewesen, weil ich eigentlich alles bekommen habe, was auf meiner Wunschliste stand und sogar noch einiges mehr, was ich eigentlich schon für den Geburtstag eigentlich geplant hatte. Und deswegen war ich super happy. Und es war echt ein tolles Weihnachten. Also vielen Dank nochmal an meine Eltern, an meinen Freund und meine Verwandten, die mich so reichlich und schön beschenkt haben. Und ja, das war's dann auch schon für dieses Video. Ihr könnt mir mal unten reinposten, was ihr so bekommen habt. Das würde mich auf jeden Fall interessieren, weil ich, wie ich gesagt hatte, ja schon einige von diesen anderen meinen Geschenke-Videos angeschaut habe. Und dann war es das auch schon für heute. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!